ungeduldige Russen, immer weniger beachten die Regeln der Selbstisolierung. Wenn es keine sichtbaren negativen Resultate gäbe, so könnte man verstehen, dass die Bevölkerung in einschränkenden Maßnahmen keinen Sinn sieht und somit ihr Schicksal in die eigenen Hände nimmt. Aber es gibt sichtbare negative Resultate. Aber diese hinterlassen keinen Eindruck. Eigentlich hat Russland alles unternommen, was man unternehmen kann, um erfolgreich gegen die Verbreitung des Coronavirus anzugehen. Einerseits bestätigt dies die Weltgesundheitsorganisation mit ihrem Vertreter vor Ort in Russland und andererseits wird dies einfach durch den gesunden Menschenverstand bestätigt, der sieht und liest, welche Maßnahmen angeordnet werden. Aber das Anordnen von Maßnahmen ist eine Seite. Diese müssen auch durchgesetzt werden, wenn nötig mit staatlicher Gewalt. Davor scheut man sich aber wohl in Russland. Vermutlich hat man unnötigen Respekt vor einer zügellosen Volksmeinung. Aber wenn die Entwicklung in Russland so weitergeht wie in den letzten Tagen, und leider gibt es nichts, was dem widerspricht, so wird es dazu kommen, dass das Volk, welches jetzt die Unentschlossenheit des Staates gnadenlos ausnutzt und die Disziplin der Selbstisolierung verletzt, zügellos die Unfähigkeit des Staates kritisieren wird. Denn Schuld am Elend Russlands ist natürlich der Staat und nicht das undisziplinierte Volk. Erhebungen vom Informationsportal RBK veröffentlicht zeigen, dass weniger als die Hälfte des Volkes die einschränkenden Maßnahmen unterstützt. Mit anderen Worten, mehr als die Hälfte ist bereit zu erkranken und zu sterben. Fast möchte man sagen, Russland, ein Land potenzieller Selbstmörder. Am 24. April wurde online eine Umfrage unter 1000 Bürgerinnen durchgeführt. Während noch im März 62% die einschränkenden Maßnahmen unterstützten, waren es jetzt nur noch 47%. Eine Entwicklung, die für einen normal denkenden Menschen überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Russland veröffentlicht alle Zahlen zu Erkrankungen und zu Sterbefällen. Das müsste doch eigentlich die Anzahl der Befürworter einer strengen Selbstisolierung nach oben treiben. Verständnisvoll nach oben treiben. Aber dabei bleibt es nicht. Auch die Kontrollen, die der Staat zur Einhaltung der erlassenen einschränkenden Maßnahmen durchführt, finden immer weniger Unterstützung. Waren mit diesen Kontrollen im März noch 39% einverstanden, so sind es jetzt nur noch 28%. Und natürlich hat sich die Anzahl derer verringert, die mit den verhängten Verwaltungsstrafen einverstanden sind, von 38 auf 27%. Trotzdem täglich über alle Informationskanäle die aktuellen Entwicklungen und die traurigen Zahlen verbreitet werden, glauben 10% aller Befragten, dass die einschränkenden Maßnahmen im Mai aufgehoben werden. 29% aller Befragten glauben, dass der Spuk im Juni vorbei ist. Weitere 16% sind der Meinung, dass alles wieder seinen normalen Gang im Juli gehen wird. Immerhin 11% realisieren, dass man sich mit der Normalisierung der Lage mindestens ein halbes Jahr beschäftigen werde.